Oh, Alter, was geht ab, Leitung hier? Willkommen zu einem Doppelraid. Erstmal Klick. Beides X-Raid gehen. Wir versuchen zu triggern, denn Mewtwo mit Spukball in den X-Raids, möglicherweise Shiny, ist nicht lange da. Nur 6 bis 7 Wochen ungefähr. Also, wir versuchen jede Woche jetzt wieder eine Einladung zu bekommen. Das heißt auch, dass wir hier an Arenen, die wir schon auf Gold haben, raiden müssen. Aber zum Glück ist es ein Klick und Giratina, mein erster, seitdem er wieder da ist. Oh, der ist schlecht. So. Und Shiny? Nein, nicht Shiny. Können wir uns gleich einen Giratina hinterher. So, unser erster Giratina. Schauen wir mal. Gedenkstein und Fackel. Hier geht's immer ab. Hier kann man garantiert immer raiden. Spontan hier. Wie gesagt, 2 X-Raider gehen. Schauen wir mal, ob wir die Einladung bekommen. Ich habe meine Drachen ausgepackt. Leider immer noch ohne 100er Rayquaza. 100er Latios ist am Start. 100er Latias. 100er Palkia. 100er Dialga. Aber kein 100er Rayquaza, um sie anzuführen. Giratina ist eigentlich auch ein Drache. Also eigentlich bräuchte ich den auch 100. Wenn ich schon so der Drachenmeister bin. Aber ohne Rayquaza bin ich nicht der Drachenmeister. 1931 übrigens 100er. Wir machen, glaube ich, nur den heute und dann morgen. Also für euch heute, Mittwoch, die Raid-Stunde. Falls eine stattfindet, ist noch nicht offiziell bestätigt. Wird sich dann Mittwoch noch herausstellen. Oh. Mein Gott, da kämpft einer mit Leta King. Hoffe ich kann es wenigstens knuddeln. Er ist aber jetzt wieder leichter als Mewtwo. Mewtwo war ja 6er Raid. Wurde ja gebufft. Den kann man sogar zu zweit machen im roten Bereich. 3 bis 4. Also 3 war schwer, 4 war schon mittel. So, schauen wir mal. Nur 9 Bälle. Hoffentlich kein 100er. Ah, okay. Aber auch nicht shiny, schade. Wir laufen zu dem Nocturne. Beziehungsweise Nocturne Team Rocket Stop. So. Denn ich brauche immer noch einen 100er Nocturne. Gehen wir mal mit meinem neuen Psycho-Pokémon rein. Das klappt. Spinnekor das gar nicht an. Mewtwo! Du schaffst es! Psychostoß! Erledige das Nocturne! Du bist so wunderschön im Grün! Bam! Weg mit dir! Mein Gott, wie schnell es lädt! Oh mein Gott, noch ein Psychostoß. Oh, saftig, Mann. So, weg mit dir, Nocturne. Bam! Alter, wie schnell es geht. Oh, nochmal. Zack, Mewtwo zu mächtig, Mann. Mewtwo viel zu mächtig. Und weg mit dir, Nocturne. Gefangen. Moment der Wahrheit. No! Der letzte für heute. Wir haben gerade echt eine Welle erwischt. 5-6 Stück. Werde ich gleich noch checken. Aber erstmal hier den hier schaffen. Ansonsten war es das auch schon für heute. Gar nicht so viel gemacht. Ein paar Arenen, die 2 Raids und ein paar Nocturne. Ruhiger Tag eben ohne Event. Jetzt muss ich noch schnell einkaufen. Anfangen zu regnen tut's auch und dann streamen. Boom! Psychostoß, zu krass.
Psychostoß zu krass. Alter, wie schnell die lädt, man. Und bam. Es. Schaut's mal, gleich wieder drauf. Und bam. Der hat noch nicht mal Schaden gemacht. Und fertig. Zu krass. So, großer Moment. Erstmal schauen, wie viel ich gemacht habe. Knock-Chan. Dann Funddatum. 7 heute, gar nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wie viele. Beide 96, das heißt, beide müssen gleich schlecht sein. Nee. Schade, kein Erfolg heute. So, das war's auch schon wieder, Leute. Nicht allzu viel gemacht, kurze, knappe Folge, ohne Event. Ja, ist halt auch nicht so viel los. Paar Gen gemacht, 2 Raids an 2 X-Raider gehen, um die X-Raid-Anladung zu bekommen. Denn Shiny Mewtwo mit Spukball in den X-Raider gehen ist nicht lange verfügbar. Dementsprechend versucht wieder fleißig zu triggern und ein paar Team Rocket Stops gemacht. Auf der Jagd, auf der Suche nach 100er erlöst Nocturne, also allgemein 100er Nocturne. Ich würde ihn auch Crypto Shadow nehmen, aber erlöst es halt wahrscheinlicher. Den werde ich jetzt eh wahrscheinlich wieder täglich jagen, weil in der Zeit jetzt, wo Mewtwo da war, keine Zeit gehabt dafür. Und ich versuche den zu bekommen, bevor irgendwelche neuen Krypto am Start sind und dadurch die Wahrscheinlichkeit, also der ist eh schon relativ selten. Und wenn noch mehr dann am Start sind, ist er wahrscheinlich dann noch seltener. Deswegen versuche ich das jetzt hinter mich zu bringen und die Gelegenheit noch zu nutzen. Wie gesagt, ich bin wieder fleißig am Triggern und das solltet ihr auch machen. Ein paar Infos noch zum Triggern. Ich habe zwar schon viele Videos gemacht, aber die sind auch schon wieder Ewigkeiten her und jetzt ein Jahr Deoxys. Das hat nicht wirklich viele Leute interessiert. Da haben nicht wirklich viele Leute versucht zu triggern und die X-Rays sind eigentlich auch immer zu schlechten Zeiten. Was sich aber auch nicht ändern wird, also der nächste, also die für Mewtwo müsste glaube ich wieder für Montag sein. Jetzt am Sonntag ist eine, aber da ist noch Deoxys drin und dann die für Mewtwo. Übrigens, die kommt 2 Tage vor dem nächsten X-Ray. Wie gesagt, der nächste X-Ray ist Sonntag und ist noch Deoxys. Das heißt, am Freitag kommen neue Einladungen. Die sind dann für Mewtwo mit Spukball, möglicherweise Shiny. Und der X-Raid müsste am Montag stattfinden. Naja, auf jeden Fall. Wie kriegt ihr eine X-Raid-Einladung? Wie gesagt, ich habe eine Menge Videos gemacht. Könnt ihr gerne abchecken. Aber grob zusammengefasst, ihr müsst einen Raid gewinnen an eine X-Raid-Arena. Oben rechts, das ist Niantic seit einer Weile eingefügt, steht einfach X-Raid-Arena. Oder? Nur X-Raid. X-Raid-Gym. X-Raid-Arena, ja. Dort müsst ihr einfach den Raid gewinnen. In einem gewissen Zeitraum. Und zwar nach dem X-Raid bis zur nächsten Einladung. Das ist der Zeitraum. Da müsst ihr einfach ein Raid gemacht haben und gewonnen haben und dann kriegt ihr möglicherweise eine Einladung. Es gibt noch ein paar andere Details, wie zum Beispiel, dass da genug Leute am Start waren, weil wenn ihr der Einzige wart, der dort geradet hat, kriegt ihr natürlich keine Einladung. Es gibt gewisse Kriterien, wo nur eine Arena oder eine Einladung pro Zelle rausgehen kann. Das heißt, selbst wenn ihr sagt, okay, wir haben beide hier nebeneinander, zum Beispiel hier bei mir, Gedenkstein und Fackel getriggert, nur eine von denen kann in der Woche die Einladung austeilen. Nicht beide können X-Raid-Einladungen verteilen, also ihr könnt nicht an beiden einen bekommen. Ihr könnt so oder so nur eine pro Woche bekommen, selber, und dann noch eingeladen werden. Eingeladen werden könnt ihr aber maximal nur einmal gleichzeitig. Das heißt, ihr könnt einen eingeladenen Pass im Beutel haben, den müsst ihr erst wegschmeißen oder verbrauchen, dann könnt ihr nochmal eingeladen werden. Und genau so mache ich es, wenn ich Mergrim mache. Ich mache erst den Raid zu Ende, dann kann mich erst wieder einer am selben Tag einladen. Einladen kann man übrigens nicht, wenn der Raid schon angefangen hat. Sagen wir, 13 Uhr fängt der Raid an und 13.30 Uhr bin ich dort, weil ich den irgendwie später machen will. Ich kann nicht mehr eingeladen werden, wenn der Raid startet, also nicht mehr nach 13 Uhr, nur davor. Das heißt, man kann nicht zu 2 Raids eingeladen werden, die 13 Uhr stattfinden. Man kann nicht dahin gehen, zu einem, der um 13 Uhr stattfindet, den machen und dann hat man ja keine Einladung mehr im Beutel und dann nochmal eingeladen werden für einen um 13 Uhr und den aber erst 13.30 Uhr oder so machen. Das geht leider nicht. Aber ihr könnt dann irgendeinen um 14 Uhr machen, den machen und dann nochmal für 16 Uhr eingeladen werden, den machen und dann nochmal für 18 Uhr eingeladen werden und dann den machen. Zum Beispiel, das würde gehen. Eine gute Möglichkeit zu triggern und an X-Raid-Agent zu raiden ist heute. Während der Raid-Stunde, Gigatina Raid-Stunde. Ich bin am Start auf der Jagd nach meinem Shiny. Mal schauen, Video seht ihr morgen, ob ich Erfolg habe. Während der Stunde geht es halt immer ab. Das ist eine gute Gelegenheit, um an den X-Raid-Agent einen Raid zu machen und dann die Einladung zu sichern. Euch viel Glück, viel Erfolg. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.